Merkel muss weg. Das ist ein griffiger Slogan. Doch hier muss ein ganzer Apparat, ein ganzes System, eine ganze Mentalität weg. Nicht nur die führende Genossin. Als Alexander Gauland diese Sätze hier in Augsburg auf dem AfD-Parteitag sprach, da wusste er noch nicht, mit welcher Dynamik sich die Dinge in seinem Sinne entwickeln in München und Berlin. Die Eskalation im Asylstreit zwischen CDU und CSU macht die AfD zum lachenden Dritten. Aber auch vorher war die Stimmung schon gut. Die Standpunkte vom AfD-Parteitag, herzlich willkommen. Es sollte allerdings Gaulands einziger großer Auftritt sein hier in Augsburg. Während er zurückschaut auf seine Lieblingsfeindin und sein Lieblingsthema, schauen andere nach vorne und stellen sich strategisch auf. Im Rennen um seine Nachfolge, die im Stillen längst läuft, und im Kampf, wie Sie hier sagen, um die AfD zur großen Volkspartei zu machen. Matthias Kubitzer über Dämmerung und Visionen. Ohne seinen Koffer geht es nicht. Aus dem Inhalt macht Alexander Gauland kein Geheimnis. Blutdrucksenker aus Angst vor einem zweiten Herzinfarkt. Einmal mehr sammelt der 77-Jährige seine Kräfte. Auf seinen Zetteln neue historische Verweise, diesmal auf die späte DDR. In diesem Bild fiel Frau Merkel die Rolle des Genossen Honecker zu. Auch rhetorisch spielt die Kanzlerin in Honeckers Liga. Jedenfalls, liebe Freunde, ist der Kipppunkt überschritten. Merkel fällt, egal wie lange sie noch mit den Armen rudert. Mit Dauerattacken auf die Gegnerin hält Gauland die Partei zusammen. Dabei schreckt er vor keinem Vergleich zurück. Deutschland ist derzeit mit den Russen wegen Putin verfeindet, mit den Amerikanern wegen Trump, mit den Briten wegen des Brexit. Die Beziehungen zu den Polen, Ungarn, Italienern und sogar Österreich sind miserabel. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, der letzte deutsche Regierungschef, der eine solche Feindkonstellation gegen sich aufgebracht hat. 2 Sekunden vergehen, dann ist den Delegierten klar, das war kein Verweis auf die DDR, sondern ein unausgesprochener auf Hitler. Ich habe aber nicht verglichen. Alexander Gauland gefällt sich in der Rolle des Provokateurs. Geboren 1941, war er 40 Jahre in der CDU. 2013 wechselte er zur AfD. Für sie will er der Merkel-Jäger sein. Seit seinem Vogelschiss-NS-Vergleich regt sich aber Widerstand. Auch Berengar Elsner von Gronow findet, damit sei Gauland zu weit gegangen. Doch gäbe es viel Radikalere in der Partei und die müssten raus aus der AfD. Um sich Gegenattacken zu ersparen, will er keine Namen nennen. Da können Sie sich einige aussuchen. Ich glaube, da muss ich hier nicht viel zu sagen. Aber man sieht es, glaube ich, auch deutlich, mit wem ich mich halt nicht unbedingt zeige oder treffe. Elsner von Gronow gründete vor einem Jahr die Alternative Mitte. Als Gegengewicht zum völkisch-nationalen Flügel ringsum Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Kalbitz, bundesweit noch unbekannt, ist AfD-Landeschef in Brandenburg. Früher in rechtsextremen Vereinen und bei den Republikanern aktiv, fühlt sich am rechten Rand der AfD gut aufgehoben. Dass ich zu Björn Höcke stehe, ist kein Geheimnis. Auch, dass ich zum sogenannten Flügel gehöre. In allererster Linie gehöre ich aber zur AfD. Und es gibt nur eine AfD. Und die ist ihre ganze Spannbreite eben abzubilden. Und dafür stehe ich auch. Kalbitz gilt als Gaulands Kronprinz. Mit einem wie ihm würde die AfD abermals nach rechts rücken. Mit dem Thema Flüchtlinge hat sich die AfD zu dem gemacht, was sie ist. Das aber, und das zeichnete sich auf dem Parteitag hier glasklar ab, reicht ihr nicht. Strategen wie Björn Höcke haben größere Ziele. Speziell im Osten, wo im kommenden Jahr gleich 3-mal gewählt wird, sieht er die Chance, die AfD zur stärksten Kraft zu machen. Sein Hebel? Sozialpolitik. Sein Rezept? Mehr Rente, aber nur für Deutsche. Die andere Idee, um sich in der Gesellschaft breiter aufzustellen, eine Stiftung, so wie es die anderen Parteien auch machen. Genau das war lange Zankapfel, der aber ist jetzt gegessen, wie Martin Cordes uns zeigt. Braucht die AfD eine parteinahe Stiftung? Für viele Delegierte eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung. Die AfD ist angetreten, um genau dieses Stiftungsunwesen zu bekämpfen. Mit dem Ritterschlag der Anerkennung begeben wir uns auf die gleiche Ebene wie die Altparteien. Wir verkaufen hier unsere Glaubwürdigkeit, unser Kapital.
Und wir kaufen uns damit Postenbeschaffung, frei fressen, frei saufen auf Steuerkosten. Wir müssen in die Gesellschaft rein. Und dazu sind die Intellektuellen in diesem Lande. Das müssen wir drehen. Und darum brauchen wir die Stiftung. Alle anderen Parteien im Bundestag haben sie. Parteinahe Stiftungen, die sich um politische Bildung kümmern im In- und Ausland. Sie sind organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig, stehen aber jeweils einer Partei politisch nahe. Und sie bekommen für ihre Bildungsarbeit viel Geld vom Steuerzahler. 581 Millionen Euro im letzten Jahr. Ist die Frage, sollen wir das Geld einsetzen für Deutschland oder sollen die mehr Geld haben, um es gegen uns einzusetzen? Und ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit ein viel, viel schärferes Schwert ist als vielleicht 100 Millionen. Die Mehrheit war schließlich doch für eine AfD-Stiftung. Desiderius Erasmus Stiftung heißt sie und wird geleitet von Erika Steinbach, der früheren CDU-Abgeordneten. Eine Parteistiftung hat die AfD jetzt. Was ihr im Grundsatzprogramm noch immer fehlt, ist ein Plan für die Rente. Es kursieren völlig gegensätzliche Konzepte. Parteichef Meuthen gilt als wirtschaftsliberal, setzt auf private Vorsorge und freiwillige Absicherung. Thüringens Landeschef Höcke dagegen verfolgt staatsnahe Ideen. Die gesetzliche Rente soll Bürgerversicherung werden, in die alle einzahlen. Außerdem will er den Zuschuss des Bundeshaushalts erhöhen. Das ist ein klares Bekenntnis zur gesetzlichen Rente. Ich bin ein Anhänger des umlagefinanzierten Systems, weil ich weiß, dass wir keine Abwendung vom bismarckischen Gedanken einleiten sollten. Es ist nicht klug, ein krankes System immer weiter mästen zu wollen, liebe Freunde. Damit schafft man letztlich nur eine sozialistische Lösung nach dem Modell der Bürgerversicherung. Höcke setzte durch, dass ein Parteitag im nächsten Jahr entscheiden soll. Ein weiterer Vorschlag von ihm, ein Zuschlag auf die Rente, nur für Deutsche. Zwei Streitthemen quer durch die Partei, Fragen dazu an einen der beiden Bundessprecher kurz vor Ende des Parteitags. Jörg Meuthen, eine Extrarente nur für Deutsche, geht das? Nein, das wird nicht gehen. Das ist europarechtlich nicht möglich. Das ist aber, glaube ich, auch nicht Sinn des Antrags, also das ist ein bisschen überinterpretiert. Ich denke, wenn Menschen Beiträge gezahlt haben, gleich welcher Nationalität, in einem beitragsfinanzierten System haben dann zwei Menschen, die, egal welche Nationalität sie haben, die das Gleiche eingezahlt haben, auch den gleichen Auszahlungsanspruch. Ganz klar. Sie haben ihrerseits ein Rentenmodell, sagen wir mal, skizziert, raus aus dem Umlagesystem, rein in die private Vorsorge. Großen Jubel haben Sie damit hier auf dem Parteitag allerdings nicht erzielt. Es ist eine Geschichte, die man sorgsam kommunizieren muss. Es geht nicht um ein Durchschlagen des gordischen Knotens, sondern es geht um die Überlegung, einen schrittweisen Systemwechsel zu vollziehen. Und man muss in dem Thema tatsächlich vorsichtig sein, weil daraus gerne gemacht wird, der will die Rente abschaffen oder Ähnliches. Mehr habe ich jetzt auch schon geredet. Das ist natürlich Nonsens. Wir haben bestehende Anwartschaften und jede Art von Systemwechsel in einem System wie der Rentenversicherung ist ein ganz langfristiges Projekt, das über Jahrzehnte gehen muss, weil es anders gar nicht gehen kann. Höcke wurde bejubelt für sein Versprechen. Wenn die AfD im nächsten Jahr auf das Thema Gesundheit, Pflege und Rente setzt, wird sie im Osten nächstes Jahr, wo Wahlen sind, zur stärksten Partei. Ist das das Kalkül? Das Kalkül muss sein, dass wir vernünftig aufgestellt sind in der sozialpolitischen Programmatik. Das betrifft die Renten ebenso wie die Gesundheitsversorgung. Ich glaube, ungeachtet davon sind wir in den ostdeutschen Landesverbänden auf einem guten Weg. Das ist sicherlich der Bereich, wo wir am ehesten stärkste Partei werden können. Das gilt für Sachsen, das gilt für Thüringen, das gilt für Brandenburg. Gibt es denn schon eine Ansicht nach, was sich dann am Ende durchsetzen wird? Sie haben zwar in Ihrer Rede gesagt, das ist kein Flügelkampf, aber trotzdem sind die Modelle diametral auseinander. Ja, sie sind nicht diametral auseinander. Es geht den einen wie den anderen um den Schutz der sozial Schwachen. Ich weise nur darauf hin, dass nicht alle Menschen dieses Schutzes bedürfen, weil viele Menschen sich selber zu helfen imstande sind. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist keine neoliberale Konzeption eines vulgären Kapitalismus, sondern ist ein Ansatz der sozialen Marktwirtschaft. Das muss man sorgfältig kommunizieren. Und dann kann man klar machen, natürlich geht es um den Schutz der sozial Schwachen, auch in meinem Ansatz. Da gibt es also durchaus Deckungspunkte. Und da, wo es sie nicht gibt, müssen wir schauen, ob wir zusammenkommen. Und sonst müssen wir mit verschiedenen Entwürfen in einen solchen Parteitag reingehen. Der andere große Punkt war die Stiftung, für die sich die AfD jetzt ausgesprochen hat, eine parteinahe, Desiderius Erasmus.
Ihnen geht es dabei um Waffengleichheit, wurde hier gesagt. Im Kampf, auch das ein Zitat, gegen die anderen Parteien, eine Kulturrevolution hieß es, um die Gesellschaft zu erobern. Warum so martialisch? Also Waffengleichheit ist da eine Metapher, die üblicherweise verwandt wird. Das andere, wir reden aber von Stiftung und von Bildung. Waffengleichheit in dem Sinne, dass wir versuchen müssen, unsere Ideen in die Gesellschaft hineinzutragen, wie andere das auch tun. Es ist aber nicht einzusehen, dass über Steuerzahlergelder, vom Staat kommen, sind immer Steuerzahlergelder, hunderte von Millionen in diese Stiftungen laufen, die dann letztlich eine Art verdeckte Parteienfinanzierung sind. Das ist nicht sinnvoll. Dagegen wenden wir uns. Und wir wollen da auch nicht Teil dieses Systems werden. Sind Sie aber jetzt, indem Sie dann doch sozusagen sich für diese Stiftung entschieden haben, und auch das war ja ein großer Streitpunkt hier bei dieser Diskussion, da ging ein Riss durch die Partei. Ein großer Teil fürchtet, dass sich die AfD mit diesem Schritt dazu verleiten lässt, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Ist das eine Sorge, die Sie nachvollziehen können? Ich kann die nachvollziehen, halte sie aber für falsch. Sie sagen, sind wir jetzt aber doch? Ich sage Ihnen, nein, sind wir nicht. Weil wir in der nächsten Zeit mit Gewissheit, nur dadurch, dass wir diese parteinahe Stiftung jetzt haben, noch immer nicht in diesem staatlichen Finanzierungssystem drin sind. Wir könnten das durchklagen, aber selbst dann würde das 2-3 Jahre dauern. Das heißt, bis auf Weiteres wird die Stiftung, die wir jetzt als parteinahe anerkennen, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, nicht über Steuerzahlergelder finanziert. Und die haben mit Verlaub auch jetzt schon, wo noch gar kein Geld floss, 60 Veranstaltungen in diesem Jahr gemacht. Es geht also auch ohne, und das ist uns sehr wichtig. Herr Meuthen, vielen Dank. Sehr gerne. Dass dieser Parteitag hier in Augsburg stattfand, ist natürlich ein Zeichen. Die AfD positioniert sich in Bayern in Konkurrenz zur CSU und im Hinblick auf die Landtagswahl im Oktober. Inwieweit der angezettelte Asylstreit der CSU um Seehofer und Söder helfen wird, muss sich gerade nach diesem Wochenende zeigen. Die AfD jedenfalls, so scheint es, braucht derzeit nicht viel zu tun. Momentan nur ein Thema, noch nicht einmal einen Spitzenkandidaten und doch reger Zulauf. Warum? Cornelia Donat über bayerische Befindlichkeiten. Im Augsburger Reichle-Saal wird für die Wahl gekämpft. Die AfD präsentiert ihr Personal, das in den Landtag will. Ein Ritt quer durchs Parteiprogramm. Und doch geht es fast immer um das große AfD-Thema Nummer 1, die Flüchtlinge. Es kann nicht sein, dass Wirtschaftsflüchtlinge mit dem Wort Asyl nach Deutschland kommen und sich in die soziale Hängematte begeben. Pflegenotstand. Was haben wir auch schon? Da fällt mir als erstes ein, dass doch 2015 1,5 Millionen Fachkräfte nach Deutschland gekommen sind. Aber es reicht nicht einmal dafür, dass wir unser Pflegeproblem lösen. Das wollen Sie hier hören. Die Botschaften verfangen im Saal. Und daher immer wieder die Forderung, abschieben, ausweisen, Grenzen dicht machen. Es wird hässliche Bilder geben, wenn wir Leute mit Gewalt ausweisen. Es muss leider zu solchen Bildern kommen. Skrupel fehlen, solche Worte zu sagen. Selbstbewusstsein fehlt nicht. Das liegt an den aktuell guten Umfragewerten und an der CSU. Deren Rhetorik, zuletzt deutlich schärfer. Die Stammtische sollen endlich wieder applaudieren. Bestätigung für den eigenen Kurs. Asyltourismus. Ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung. Anti-Abschiebe-Industrie. Es ist unglaublich, die vertreten zu 100% unsere Themen. Diese Versagerpartei, die 3 Jahre lang jeden Dreck von der Frau Merkel mitgetragen hat, um an ihren Posten zu kleben, von der Landtagswahl entdecken, dass es irgendwo so nicht mehr geht. Es gilt, die verlorenen Kinder der CSU einzusammeln. Hier funktioniert's. Weil die CSU für mich eine Verräterpartei ist. Sehr weit nach links gegangen, ist in meinen Augen keine wertkonservative Partei mehr. Bei der Bundestagswahl im letzten Jahr schon bekam das die CSU deutlich zu spüren. Absturz auf 38,8%. Die AfD erreichte in Bayern 12,4. In Augsburg-Oberhausen gar, einem armen Stadtteil durch Migranten und Arbeitslose geprägt, wählte fast jeder vierte AfD. Die CSU landete nur knapp vor ihr. Warum? Mit dieser Flüchtlinge, das ist unmöglich. Also die anderen bekommen und wir nicht. Und es wird uns nicht geholfen. Ich kann es schon nachvollziehen, warum die Leute die wählen. Warum? Ja, weil es halt also für meinen Teil zu viel wird langsam. Die Diskussion um Flüchtlinge hat die AfD groß gemacht. Protest gegen das Fremde, Angst um den eigenen Wohlstand, die eigene Kultur treibt ihr die Wähler in die Arme. Solange das so bleibt, brauchen sie sich in Bayern keine Sorgen, um die Wahl zu machen.
5000 Demonstranten waren in der Stadt, 2000 Polizisten. Keine besonderen Vorkommnisse. Das könnte man auch von der AfD sagen, die sich jeden Eklat diesmal verkniffen hat. Aber vielleicht ist es genau das, worauf die anderen Parteien sehr genau achten sollten. Standpunkte. Wir sagen auf Wiedersehen.